Mein Name ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins wahrer Logistik Part 3. Meine Kohle ist alle. Ich muss mal jetzt, bevor ich hier weiter am Tutorial bastel, mich damit beschäftigen. Weil, auch wenn ich euch jetzt hier was erkläre, muss natürlich mein Fabrik noch laufen. Wir sehen hier keine Kohle mehr. Ganz schlecht. Platinen besorgen. Dann mache ich mir ein paar Förderer und das heißt, ich baue eine neue Produktion auf. Ich muss eine dezentrale Produktion aufbauen. Das heißt, ich brauche Solarpanels für die Energieversorgung. Die hole ich mir das mal hier ab. Dann brauche ich Akkus. Dann muss ich neu welche nachproduzieren. Laser brauche ich noch. Das sind 11 Stück, das reicht. Ich kann schon mal Förderbänder herstellen. So, ich habe Laser, ich habe Energieversorgung, ich habe Akkus, um was zu puffern. Ich habe genügend Förderbänder und ich habe 10 Förderer. Gut, mal überlegen, wo wir hingehen. Das hier sieht ganz günstig aus. Da ist ein Nest. Ah, ich kann das hier rüberziehen. Hier habe ich ja die Rücklieferung. Gut, also dann mal los. Runtergelaufen. Oh, erzählt, Laser habe ich gelernt. Man muss eben so eine Art einer Mann. Muss er die Fett machen, das ist nicht gut, weil er die Evolution vorantreibt. Das Nest kannte ich schon hier. So, jetzt müssen wir die Förderer aufbauen. 10 Stück habe ich mitgenommen. Förderbänder, Strommasten dazwischen. Dann muss ich einen Solarpark aufbauen. Immer schön kompakt alles hinstellen, weil es leichter zu verteilen ist. Akkus müssen wir noch haben. Laser hinstellen. Für meine Energieversorgung ist gut geschützt. Sieht gut aus. Karte mal orientieren. Also ich muss hier zwischendurch. Das heißt, ich muss ein bisschen nach Norden, ungefähr am Ende des Dings. Von beiden Seiten einführen. So. Energiemangel. Also könnte ein bisschen mehr Solarpanels brauchen. Da kann man sehen, ich habe ganz massiv gerade aufgebaut. Sehr viel mehr Solar, schlagartig. Akkus werden aufgeladen. Das reicht. Zwei Level 2 würden das auch erreichen. Aber das ist billiger. So. Gucken, ob das hier oben alles richtig ankommt. Kann sein, dass das alles ein bisschen voll läuft, aber das ist eigentlich nicht so richtig wichtig. Wichtig ist nur, dass es einfach funktioniert. Problem gelöst. Jo. Das war's. Im vierten Teil können wir uns weiter mit den Sushi-Bells beschäftigen. Bis dann!